Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, den Remake. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja letztes Mal hier in der Nähe stehen geblieben. Ich hatte gespeichert und noch ein paar andere Sachen getan. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen Munition übrig. Und ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch ist. Ich würde aber mal schätzen, dass wir uns relativ nah am Ende befinden, ja. Also so lange wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr dauern, bis wir dann mit dem Spiel durch sind. Ich habe noch ein bisschen Munition und ich habe auch ein paar Handgranaten, die werde ich dann höchstwahrscheinlich mitnehmen. Also die Handgranaten zumindest. Das Benzin, bin ich gerade am überlegen, ob ich es noch mitnehme oder nicht. Die Handgranaten nehme ich mal mit. Ich werde jetzt nach unten gehen zu unseren werten Soldaten. Der hat ja... Ich wollte gerade sagen... Der hat ja was für uns liegen gelassen, ne? Und die ganzen Pflanzen sind eingegangen. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall das Zeug holen. Beziehungsweise das Armband. Oder den Chip davon. Ich bin gespannt, was wir damit jetzt anfangen können. Auf jeden Fall sieht es nicht mehr so toll hier drin aus, ne? Durch die Pflanzen hat es ein bisschen anders gewirkt, das Spiel. Ich bin im Übrigen immer noch sehr beeindruckt über das Spiel, also was die Entwickler hier draus gemacht haben. Das Original war dann natürlich auch nicht schlecht, ne? So viel ich gehört habe, soll es wirklich richtig, richtig gut gewesen sein. Ich schätze mal, es wird noch einen Kampf geben. Ein Bosskampf. Oh, ich habe zum Glück einen Flammenwerfer dabei. Und ja, für all diejenigen, die die letzte Folge verpasst haben sollten oder noch keine Folge von Resident Evil 2 gesehen haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr zu diesem Spiel einen Link, wo ihr aufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen. Ey, man sieht, Kumpel, dass du noch lebst. Du brauchst gar nicht so tun, als ob, ne? Verbrenne, du Schwein. In der Hölle ist es viel wärmer. Da kannst du jemand anderen auf den Sack gehen, aber nicht mir. Okay. Hier haben wir nochmal eine Pflanze. Aber wo ist jetzt... Hier hinten. Ich kombiniere das schon mal. Oh mein Gott! Er schon wieder? Leck mich doch! Ich renne jetzt weg. Ich weiß gar nicht, ob der auch zu den Save Points reinkommt, also wo wir abspeichern können. Wenn ja, wäre das echt ziemlich übel. So, ich möchte jetzt keinen Fehler begehen, ja? Also, das haben wir mit. Wir haben noch ein Kraut. Ich werde jetzt nochmal ein blaues Kraut mitnehmen. Oder ein rotes Kraut. Wir haben ja noch ein rotes Kraut. Und nehme ich dann noch ein blaues Kraut mit? Dann kann ich das nämlich jetzt nochmal miteinander kombinieren. So, dann sind wir für alle Individualitäten gewappnet. Und ich erstelle nochmal einen völlig neuen Speicherstand. Den kann ich ja sowieso löschen, wenn wir dann mit dem Spiel durch sind. Weil ich spiele es ja separat nochmal durch. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich noch die Kampagne von Claire spiele, könnt ihr das ja mal in den Kommentarbereich ja für mich hinterlassen. Denn das würde mir ja zeigen, dass ihr davon noch mehr sehen wollt. Würde ich eventuell noch nachspielen, mal gucken. Und jetzt müssen wir da rüber, ne? Zu W03. Solange der eine Typ nicht kommt, ist mir eigentlich alles egal, ne? Der Tyrant, der geht mir echt auf den Zeiger. Und man kann ihn im Übrigen nicht vernichten. Also du kannst ihn nicht mit Kugeln töten. Es muss also irgendeine andere Möglichkeit geben.
Okay. Ich könnte noch einmal Schrotflintenmunition herstellen. Oder Pistolmunition, da wir brauchen sowieso irgendwas. Oh mein Gott, hier ist ja mal richtig dunkel. Da haben wir nochmal eine Kassette, die wir uns angucken können. Dazu muss ich aber ganz woanders hin, fällt es mir gerade ein. Können wir da eigentlich zurück? Oder gibt es hier irgendwo einen Videorekorder? Mich würde es ja nicht wundern, wenn hier irgendwo so ein Vieh drin ist, ne? Okay, ich stelle erstmal den Strom gleich her. Hier ist ein Videorekorder und hier ist ein Speicherpunkt. Das ist gut. Haben wir gleich den nächsten. Aber ich gucke mich erstmal um. Da haben wir nochmal eine Pflanze. Leider kein Schießpulver. Das wäre jetzt richtig wichtig. Hat sich sogar gereimt. Schön. Okay, hier ist auf jeden Fall eine medizinische Station, wie es aussieht. Sehr gut ausgerüstet, muss man sagen. Dann wollen wir erstmal gucken, mit was muss ich das hier jetzt koppeln. Also USS, okay, warte mal. Untersuchen. So, damit haben wir es schon fertig. Und jetzt kommt, ja, benutze ich das. Und dann haben wir Strom. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt uns die Videokassette angucken. Ich habe jetzt gerade was sehr Merkwürdiges gehört. Ich kann ja Tyrant auch nicht aussperren. Ne? Das Problem ist, der läuft jetzt hier durch die ganze Gegend rum, ne? Und die Stufe 4 Karte brauchen wir, um wahrscheinlich nach oben oder nach unten zu fahren. Ich schätze mal eher nach oben. Da wird wahrscheinlich die Wissenschaftlerin auf uns warten. So. Also, die Videokassette. Nein? Ah, das können wir dann wegpacken. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu passen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Also waren das G-Proben. Okay, sehr interessant. Aber die ganzen Soldaten scheinen auch nicht mehr am Leben zu sein. William Birkins Posteingang. Von Jane Doyle. Betreff Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschung an G einzustellen, die im Nest-Labor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Da steht Absender BI. Betreff keiner. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für dieses sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Okay. Richard Kessler,
Betreff Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber, wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet, aber ab jetzt übernehmen wir. Boah, es geht immer noch weiter. Absender Jane Doyle. Abmahnungsbescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Project beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Forderung dieses Komitees oder des Komitees. Okay. Krass. Okay, ich bin ja schon mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber hier ist nur so eine Kiste. Also hier kann man nur speichern. Da kann ich auch nichts lesen. Kann ich die Schränke öffnen? Ne, die sind doch alle völlig durchwühlt. Da haben wir nochmal hochwertige Schießpulver. Ach ja, ich weiß nicht, ob die Stelle wie aus dem Film ist von Resident Evil Teil 1, wo diese Laser auf einen zukommen, weil wenn ja, das wäre krass. Ich hoffe, das müssen wir jetzt nicht nachspielen. So, jetzt habe ich erstmal Platz. Falls wir das nochmal brauchen, muss ich halt nochmal zurückkommen. Ich hoffe nur, wir wären jetzt nicht getoastet oder sowas. Gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott. Das ist dieses Umbrella-Logo. Ja, also für mich sieht es so aus, als ob man hier kämpfen müsste. Beinahe. Ja. Wir haben was. Wir brauchen. Wir sind gut bewaffnet, haben genug Munition hoffentlich. Los geht's. Okay, oder auch nicht. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn? Ach so. So sieht's aus, wenn es mutiert. Kann ich diese Proben eigentlich zerstören? Nee. Wisst ihr, was sehr komisch ist? Also erstens, hier ist eine zweite Kiste und wo wir speichern können. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Oh, ein Aquarium. Das sieht ja mal wundervoll aus. Ich erstelle ja nicht nur Horrorspiele, also klar, größtenteils sind Horrorspiele auf meinem Kanal verfügbar, aber ich erstelle auch andere Spiele, wie God of War zum Beispiel, Detroit Become Human, Transference, nee, obwohl Transference ist ja eigentlich ein Horrorspiel. Also wenn ihr da mal reingucken würdet wollen, damit würdet ihr mich enorm unterstützen. So, was haben wir denn hier? Nochmal hochwertiges Schießpulver. Ja, ich speichere mal lieber bei der Nummer 31. Wisst ihr, was sehr beeindruckend ist? Die Zeit, ja, die im Video gezeigt wurde, ist fast mit meiner übereinstimmend. Das ist schon richtig krass. Also, deswegen wollte ich eigentlich schon was sagen, aber braucht man natürlich nicht. So. Ich müsste eigentlich... Habe ich einmal Schießpulver groß? Ja. Ein einziges Mal habe ich Schießpulver groß. Okay, das ist übel. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr Flammenwerfer-Munition mit. Ich gucke jetzt noch mal alles nach. Okay, ich habe jede Menge Kampfmesser. Ich habe noch ein bisschen Munition. Und wie ihr seht, wir könnten uns also noch mal was herstellen.
okay. Dann werden wir jetzt mal hier rangehen, ne, an das Gerät. Das war einfach. Zu einfach. Okay, jetzt zurück zu Ada. Ach, es war ja klar. Forschungstagebuch. Beobachtung zu embryonalem Zustand, oder Wachstum. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtung. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber von weiteren Beobachtungen wurden abgesehen. Okay, der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtung zur Fortpflanzungsrate. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Oh. Probanden 628 und 639. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Okay. Ja, wenn ihr das jetzt hört. Oh mein Gott. Ich muss ganz schnell raus hier. Scheiße. Und mein Nachbar feiert wie krank ist das denn, wollte ich eigentlich sagen. Also wir müssen nur schnell noch zu Ada. Ich kann aber wetten, dass wir gleich noch gegen irgendein Vieh kämpfen müssen. Ich nehme deswegen Schrotflintenmunition wäre ganz wichtig. Also ich werde jetzt nochmal hochwertige Schießpulver mitnehmen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Oh mein Gott. Wow. Was ist das denn? Du wieder. Weg! Er gehört mir. Das muss enden. Was zur Hölle geht hier vor? Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Ja, okay, also so passierte das. Zumindest im Spiel. G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch Ihre Schuld.
tun Sie das? Er darf nicht entkommen! Oh mein Gott. Und dennoch. Wow. Alter, wie ekelhaft ist das Vieh denn? Ich wollte... Ausweichen. Ich brenne jetzt einfach alles nieder. Weg mit dem. Ja. Ich muss auf jeden Fall schnell Heilung nehmen. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Oh, was macht ihr? Oh. Shit. Alter. Verbrennen. Du Schwein. War's das jetzt? Ja, ich weiß noch nicht, ob es das war, ne? Ich werde jetzt aber erstmal Munition herstellen. Und dann hier abhauen. Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh. Ich hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt... Ja, dann wär's der Anfang vom Ende. Und ich muss jetzt richtig schnell sein. Ich muss auf jeden Fall kurz speichern. Rein theoretisch zumindest. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon.
Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tue es nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Gut auf dich auf, Leon. Nein! Okay, also wir haben noch 9 Minuten 52 Sekunden Zeit, um hier zu entkommen. Warum fahren wir nach unten statt nach oben? Auf jeden Fall taucht ja Ada im 4. Teil auf, wer natürlich Resident Evil kennt, ne? Der weiß also, dass sie überlebt hat. Ich weiß aber nicht, ob dieses Spiel ein bisschen anders wird, ne? Wie halt die anderen, das heißt also, ob es da eine andere Geschichte gibt. Wenn das jemand weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Und wir werden jetzt kurz vorm Ende sein. Also ich schätze mal, außer das Entkommen wird nicht mehr viel dazwischen liegen. Und ich glaube, ich habe dann über 10 Stunden gebraucht. Ja, ist in Ordnung für ein Resident Evil, für eine Kampagne. So. Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich! Verschwinde von hier! Verdammt! Na super! Ist nicht gerade viel Zeit, wenn er mich fragt. Alter, das ist ja richtig heftig gerade. Komm, überschreib einfach. Wir sind da sowieso kurz vorm Ende. Also scheiß drauf. Okay, ich beeile mich jetzt. Um mein fucking Gott!
Friss die Granate. Wo ist sie überhaupt lang? Hier. Nee, was? Doch. Ich komm völlig durcheinander, alter Falter. Ja, ich weigel mich ja schon. Holla die Waldfee. Oh nee. Es ist ein verdammter Scherz, wenn du mich fragst. Aber sicher doch. Klar, und noch Zombies. Warum nicht? Wie geht's hier raus? Ich sehe nichts. Schnell weg hier. Ich muss weiter. Ja, okay. Es ist ganz schön heftig, was jetzt hier in den letzten Minuten passiert, wenn er mich fragt. Oh, nie. Ja, du sollst es... Pack es doch einfach alles ein, ey. Dass du alles selbst bestätigen musst. Ey, das ist... Ich pack das Messer weg, oder? Och Mann. Da willst du mich verarschen oder was? Alter, willst du jetzt... Ey! Junge! Alter! Alter, ich weiß noch nicht mal, wo der empfindlich ist. Oh! Ich habe nur noch einmal Heilung. Ey Leute, das ist einfach nur... Ich muss ihn vielleicht da irgendwie runterschleudern. Ist aber einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil ich auch nichts zum Heilen mehr habe. Ich finde es so Nonsens. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll.
sein Herz angreifen oder was es darstellt. Mich jetzt lang noch verarschen. Also das ist Kacke gemacht. Okay, es war doch ganz gut gemacht. Problem ist, ich bin extrem stark verletzt, ne? Mist! Nichts mehr aus geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Wow, Leute, da haben wir tatsächlich Resident Evil 2 das Remake durchgespielt. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich fand das Spiel wirklich fantastisch. Es hatte außer diese enorme Schwierigkeit und diese extreme Munitionsknappheit ansonsten nicht wirklich viele Fehler. Also es war wirklich ein verdammt gutes Remake. Obwohl man sagen muss, eigentlich war es ja ein komplett neues Spiel, ne? Ich hoffe, dass auch der dritte Teil als Remaster rauskommt. Ungefähr so wie der hier. Vielleicht wird er sogar noch ein bisschen besser. Mal gucken. Der Horror war wirklich grandios. Ich habe mich ein paar Mal richtig heftig erschrocken. Die Geschichte war spannend. Ich kannte ja, wie gesagt, den zweiten Teil noch nicht. Und die Grafik. All das, was das Spiel besonders macht, ja, oder den zweiten Teil, den das Original so spannend gemacht hat, das war hier höchstwahrscheinlich auch der Fall. Ich fand's wirklich geil. Ich werde jetzt das hier noch durchgehen lassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bei irgendeinem anderen Let's Play. Bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei meinen anderen Videos. Und ja, wir sehen uns wie gesagt zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss.